Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge Cyberpunk 2077. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer natürlich Dankeschön erstmal für das Feedback. Danke, dass ihr wieder mit am Start seid. Wie immer, Freunde, checkt die Videobeschreibung ab. Folgt mir gerne auf meinen Social Media Seiten. Macht gerne bei den Gewinnspielen mit. Und ja, wenn ihr günstig Games Guthaben braucht, auch nicht nur fürs Gewinnspiel, sondern auch dafür gerne meinen Partner InstaGaming abchecken. So, Freunde, ihr habt es gesehen oder ihr seht es gerade vielleicht. Ich habe jetzt erstmal meine Ausrüstung angepasst. Ich kann euch das ja ganz kurz mal zeigen, dass wir das kurz abhandeln. Ich habe auf jeden Fall jetzt hier die Jacke angezogen. Ist klar, ist ja das Stärkste, was wir haben. Ich habe eine neue Hose angezogen. Neue, habe ich jetzt nochmal was aufgehoben? Ah, guck mal hier, die ist sogar noch besser, die ich gerade gefunden habe. Okay, alles klar. So, die Waffen sind am Start. Die habe ich hier aktuell am Start. Die Tech-Pistole mit so einem kleinen Aufsatz. Na, für die Tech-Pistole brauchen wir ja, wie gesagt, noch anscheinend diese Verlinkung. Müssen wir mal schauen, ob wir da was holen, aber die macht auf jeden Fall aktuell den meisten Schaden. Komm schon, wir. Er läuft einfach durch die Türen, okay. Militech, wir haben diese Teile überall rumfliegen. Hinter dem Tor, da können wir reden. Militech, Bruder. Oh, Scheiße. Dachtest wohl, du siehst mich nie wieder, was? Kleine Ratte. Nennst du hier Ratte, Bitch? Und was jetzt? Vielleicht sollte ich mal gucken, was ihr hier gemacht habt. Heute ging es darum, Royce seine Rechnung fortzusetzen. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Der Flathead gehört dir und wir sind quitt. Sichert die Umgebung. Sichert das Areal. Es wird Zeit, dass wir abhauen, Kardinal. Ja, dann komm. Oh Mann, wie. Hätte nicht gedacht, dass wir das überleben. Danke, Jack. Verlässlich wie immer. Dito, wie. Aber was ist los mit dir? Alles okay? Ja, will nur klarstellen. Du weißt schon, wir sind ein gutes Team. Mir gefällt, wie wir arbeiten. Mir auch, wie. Mir auch. Hey. Sag Dex, dass wir sein Spielzeug geholt haben. Und dann lass uns ins Afterlife. Paar Shots trinken. Hey, luego, wie? Freunde, die Frage an euch mal, falls ihr das Spiel selber auch nebenbei zockt, weil als wir... Wie sieht's aus, Mist? Sorry, dass ich das ganz kurz abhöre. Als zwei Leute hatten schon geschrieben, ja, ich gucke nebenbei auch deine Videos, aber zockst in erster Linie selbst. Also wenn ihr das selber zockt auf den alten Konsolen noch, habt ihr Probleme? Ist das Spiel wirklich so verbuggt auf den alten Konsolen? So extremst? Also ich habe da einige Videos gesehen. Puh, ach du Scheiße, Alter. Das ist, also... Hardcore. Teilweise anscheinend bei manchen unspielbar. Das ist heftig. Ja, wie? Ab den Bot. Und wie ist es gelaufen? Gab's Probleme? Und was ist mit der Militech-Sache? Hab Stout getroffen. Und? Hat nicht gerade gefunkt zwischen uns. Arme Meredith, muss dann nach eurem beschissenen Date bestimmt die Rechnung bezahlen. Ah! Und wie hast du Hilfe! Gebracht, ihn Hilfe! Mit roher Gewalt. Alter! Der einzige Weg, der immer funktioniert. Du hast echt Eier, Mr. V. Alles bereit. Es kann losgehen. Was jetzt? Jetzt erledigt ihr euren Job. Hey, jetzt ist das Auto wieder da. Bio-Chip. Wir besprechen den Rest im Afterlife. Wir sehen uns dort. Okay. Bin gleich da. Bis dann, Mr. V. Das Auto war doch gerade weg, oder nicht? Alter Schwede, es juckt Jackie gar nicht, was? Es juckt ihn gar nicht. Jetzt kommt der nächste Wagen. Ja, gut, wissen wir Bescheid. Machen wir Coolness mal einfach auf Level 5, dass wir alle mindestens Level 5 haben. Und dann... Konstitution, Fallschaden, Ausdauer, ja, ist vielleicht auch nicht so schlecht, Regeneration automatisch auf 70%, so, das da vorne ist glaube ich Schnellreisestation, neue Mission, so, Schnellreise dorthin.
Afterlife. Direkt ins Afterlife. Perfekt. Und vor allen Dingen, wenn ihr auf den alten Konsolen spielt, wie lange sind die Ladezeiten bei euch? Das würde mich auch mal interessieren. Ich habe ja schon gesagt, also, dass ich das Gefühl habe, dass das Spiel wirklich am absoluten Limit operiert. Und ich will es nicht wissen, wie es auf den alten Konsolen ist, aber... keine Ahnung. Wie gesagt, ich sehe meinen Assassin's Creed Let's Play oder mein Spielstand bei Assassin's Creed Valhalla. Wenn ich da am besten aufmachen würde, würde man auch denken, dass es das schrottigste Spiel aller Zeiten ist. Für mich noch ist es das verbuggteste Spiel aller Zeiten, aber es ist ja auch nicht jeder gleich betroffen. Deswegen kann auch sein, dass die einen, die das Video raushauen, da auf den alten Konsolen extremst betroffen sind und andere läuft es einigermaßen oder sogar gut. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ja, ist halt nicht immer bei jedem gleich, wa? Endlich, Hermano! Was gibt's Neues bei Senora Welz? Du weißt schon, macht sich ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte, wie die anderen Welles-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen! Das Afterlife. Den Namen kennt man überall. Ehrlich? Nomadenclans sind hier an ein paar ihrer größten Jobs gekommen. Wundert mich nicht. Man kommt nirgendwo in Night City besser an Jobs. Bereit für dein erstes Mal? Willst du mich wieder über den Haufen fahren, oder was? Neues Gebiet wird betreten, Afterlife. Das war mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Wer hätte das gedacht? Ja, oder? Ist aber ewig her, als die Leute noch richtig begraben wurden. Und wer seid ihr, Clowns? Wir sind Freunde von Dexter Deshawn. Er erwartet uns. Yo, Dex! Wir sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja. Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Schon dabei, Mio. Das ist es. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Willst du es schlagen? Stell's dir vor. Susan Forrest. Boa Boa. Hey. Vielleicht sogar morgen Black. Ich bin gleich bei dir. Alle hier. Alter, was geht hier ab, ey? Hey. Setz dich, bin gleich bei dir. Sag mal, war hier nicht gerade irgendwas zum Aufheben? Meine Frau wollte mir sogar ihren Arm verkaufen. Alter Schwede, Mann. Ey, die Welt, wie gesagt, die Welt, wie sie die geschaffen haben, designt und so, ist mega krass, mega krass. Endlich sind wir hier. Die alte Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Bestell du. Zwei Oldschool Tequilas mit dem Spritzer Cerveza und Chili Schote. Bei Johnny Silverhands. Komm sofort. Wow, Johnny! Ganz genau, Chica. Jemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meine hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Ach, was für eine schöne Tradition. Auf die Söldner Oberliga. Haha, darauf trinke ich gern. Wen kann ich hier noch trinken? Alles auf der Karte. Nur einer fehlt, oder? Morgan Blackhand. Stimmt. Morgan muss sich noch entscheiden, ob er tot ist oder nicht.
Keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Meinst du, er lebt noch? Ist Jahre her. Wieso nicht? Sieh dir Rogue an. Leute aus der Ära sind eine Spezies für sich. Ich glaube, sterben ist okay, wenn man dafür in die Geschichte eingeht. Musst aber erst als Legende leben. Der Tod ist nur der ruhmreiche Abgang. Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Decks neuster Fund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber. Allesamt. Ist Decks Stammkunde? Kommt er oft her? Er war eine ganze Weile weg. Hat sich hier volle 2 Jahre nicht blicken lassen. Ein Kater geht eben seinen eigenen. Tja, wo immer er war, er kam ein paar Pfund leichter wieder. Vielleicht gab's dort doch keinen Pizzanotdienst. Hals und Bein, Bro. Danke. Ich sag mal, ich könnte fast schwören, dass Claire von einem Typen gesprochen wird, oder? Kann das sein? Das hört sich an wie ein Typ. Wie ein Kerl. Mitch hat uns wieder zu wenig Infos gegeben. Alter, was ist das für ein Laden hier, Alter? Riesig. Krass, Mann. Studio? Ja. Richtig krass. Ich auch, im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjitsu? Yep. Gar keinen Bock zu irgendwas. Kannst du mich umhauen? Sicher. Bist du pinche Diebo. Ey, ich mag Jackie, ey. Ich mag ihn, ey. Ja, genau. Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Alles klar. Macht's euch bequem. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt. Das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker. Wie lief es? Ganz gut, denke ich. Wir waren im Compaqui Plaza. Direkt drin, mit ihrer BD-Aufnahme. Mhm. Hat mir Buck schon erzählt. Also kennst du das Ziel. Yorinobu Arasaka. Der Kaisersohn und mutmaßliche Erbe. Mhm. Der Mann mit dem Millionen-Eddie-Namen, ohne Talent dahinter. Evelyn Parkers spezieller Freund? Und sonst? Wollte sie nur Hallo sagen? Oder war noch was? Diese Parker. Weiß nicht. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei ihr. Einen Abend schlürft sie Champ Paradis mit Yorinobu, den nächsten redet sie mit Gästen im Lizzies. Passt nicht zusammen. Fiel mir auch auf. Du meinst, wir zählen eins und eins zusammen und haben am Ende 3 raus? Dann fehlt was in der Gleichung. Aber deshalb habt ihr mich. Wer euch ficken will, muss erst an Dex Deschamps 300 Pfund Arsch vorbei. Noch was? Soll ich sagen, ich weiß nicht, Sie ist mir trotz allem sympathischer als der hier. Ich denke mal, Hallo? Ich glaube, sie wollte mich nur begutachten. Sie wollte dich nur begutachten, hm? Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Also Dex traue ich nicht, das ist klar. Dem traue ich überhaupt nicht. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen.
Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpeki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht ihr mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deshawn arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man stilecht mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre? Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskel. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Harry Conwell. Ramon? Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen. Haji Mitaki. Sonst noch was? Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Was war das? Was war das? Anteil für Neulinge ist immer gleich und nicht verhandelbar. 30%. Bro, 30? Jeder Teil dieser Sache birgt Risiken. Das ist der Wert von eurem, so wie ich ihn einschätze. Komm schon, Dex. Das ist echt wenig. Moment mal, Homie. Wer hat den Flathead geholt? Und die Infos aus dem Braindance? Außerdem gehen wir in ein Hotel voller Sackerspackos, um Sohnemann sein Scheißspielzeug zu klauen. Wir sind der Job. Und wer sorgt für den Transport, den besten Netrunner, einen sicheren Plan und alle Infos? Willst du mich herausfordern? Ja? Jack hat recht, Dex. Wir wollen mehr als 30%. Wir sind mehr wert. Okay. 35. Letztes Angebot. Alles klar. Damit kann ich leben. Gut, 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 Alter. Ist eine Weile her, dass mir jemand was abgeschwatzt hat. Ganz lustig. Eine Sache noch. Im Konpeki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in ein, zwei Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in einer Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansichtskarte?
Nimm's nicht persönlich. Aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren? Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Okay, können wir dann gehen? Lass uns los. Warten bringt nichts. Ja, lieber reich werden. Bin ich mal gespannt, ey. Keine Knarren. Ich muss da ruhig vorgehen. Oh Gott, es wird schief gehen. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße, darauf kannst du einen lassen, Viejo. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Del. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Danke. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Excelsior? Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist eben nicht gratis. Pass auf. Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Okay. Glaub mir, der mäht eine ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn's sein muss. Was beinhaltet Excelsior noch? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports, falls der Tod im Fahrzeug eintritt. Wow, was für ein Downer. Ist dieser Gefechtsmodus legal? Natürlich, er fällt unter Artikel 2 der Verfassung. An Bord sind Sie berechtigt, meine außergewöhnlichen Fähigkeiten zu verwenden. Dex knausert nicht, hm? Jedenfalls wissen wir jetzt, wofür er seine 65% raushaut. Mann, Excelsior. Ich komm dir gar nicht mehr drauf klar, ey. So fährt man direkt in die Oberliga. Du musst echt mal chillen. Hä? Noch sind wir ja nicht da. Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Ich brauch dich mit klarem Kopf und bei der Sache. Für den Job. Dieser Kopf war in meinem ganzen Leben nie klarer. Lass mich dir was erklären, wie. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Und ich habe nicht vor, dahin zurückzugehen. Ja, kann man verstehen. Kann man verstehen. Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpacki. Wie, ruf mal Jackie an. Als Sync-Test. Sicher ist sicher. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Bug. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Ich will mehr von Aristoteles. Leckt mich, alle beide. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Porfin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder?
Okay, Harry. Gehen wir. Ich bin Gillian. Okay. Warte, ich hol den Flathead. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das laufen wird. So geil sieht die Karre von außen aber auch nicht aus. Dafür, dass es anscheinend so teuer ist. Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon, du willst Hajime Taki sprechen. Militärtech-Abteilung. Papiere sind für den Flathead. Willkommen im Konpeki Plaza. Keine Sorge, ich krieg das hin. Vielleicht ein Co-Prozessor. Frag einen Rapper. Was war das denn jetzt? Willkommen im Konpeki Plaza. Bitte treten Sie nacheinander durch. Okay. Alles klar, Ho, Sir. Moment. Ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Wir sind Waffenhändler. Wie bitte? Ah, Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Das dauert nur einen Moment, Sir. Bitte sehr. Dankeschön. Yokoso. Herzlich willkommen im Konpeki Plaza. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment, bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Doppelzimmer, zwei Erwachsene, eine Nacht, korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, Vi. Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-san erwartet sie doch, oder? Señorita, wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Metaki, weil irgendein Cyberpsycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Sie haben die Lapis Lazuli Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Harry. Alles in Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Okay. Alter, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Die quatschen die ganze Zeit durchgehend. Im Ernst? Improvisation. Versuch's auch mal. Kann die nicht. Aber was war jetzt das Problem? Was meinst du, Harry? Hm? Ziemlich nett hier, hm? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack. Das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Du hast das teuerste Model der Welt rumgekriegt. Alter! Nicht rumgekriegt. Teuerste Model der Welt. Was ist denn das? Das sieht voll komisch aus hier, oder? Der Gang zum Himmel, ey. Das sind Profi-Puppen. Die erinnern sich an nichts. Die Bar sieht nett aus. Willkommen im Konpeki Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Mach das. Aber jetzt und hier geht's um den Job. Jack ist richtig in Party-Laune, man. Der hat einfach Bock, den Job zu machen und dann die Kohle direkt auf den Kopf zu hauen, wahrscheinlich. Gefühlt. Wieder da? Das ging schnell. Nicht dein Stil? Ich glaube, wir passen rein, hä? Wie sehe ich aus? Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ich übe. Ja, ich kann einfach alles tragen. Sieht echt geil aus, Zay, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших?
Kann es sein, dass Fremdsprachen durch unsere Intelligenz übersetzt werden? Also wenn wir uns mehr Intelligenzpunkte geben, dass dann die Fremdsprachen übersetzt werden oder was? Kann es sein? Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Oh, cool. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bart. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Si, si, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius, Aristoteles, wer ist es diesmal? 100% T-Bug. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner, sieh dich um. Ist der Flathead bereit? Fast geschafft. Jackpot. Da vorne. Gut. Jackie, wie sieht der Flathead Jackie. Aus? Jackie. Alles klar. Steuere ich das kleine Ding, oder was? Ah, guck mal, jetzt kann sich sogar tarnen. Geil. Los, Kleiner! Systeme laufen. Ladung bei 100%. Hier da. Der Kleine steckt fest. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Wollte gerade sagen, war doch klar eigentlich, oder? Warum muss ich mich verlinken? Weil ich im Gegensatz zu dir kein geiles Chrom von Vic hab. Meins ist letzte Generation. Mach schon, Karnal, wir haben keine Zeit. Deckt die Überwachung das ganze Hotel ab? Auch die Schlafzimmer in den Suiten. Und die Gäste? Du wärst überrascht, was die Leute aufgeben, um sich sicher zu fühlen. Zum Glück ist Yorinobu eine Ausnahme. Penthouse ist No-Go. Null Hotel Security. Hier. Na dann. Verbinde mit Kamerafeed. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen. Auf zum nächsten Schacht. Arasaka übernimmt die Kosten für alle etwaigen Strafen. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie stehe ich denn jetzt bitte da? Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Wir versuchen es. Mehr kann ich nicht versprechen. Ist der Bot am Start schon? Na, jetzt. Okay, vielleicht hat es drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Alles klar, mach das. Ui, Muskelmann. So bist du so sicher, dass es für dich war? Weil drauf stand, an das nette Hausmädchen, das ihn findet. Und drin, das Chaos tut mir leid. Überall war Blut, aber das Trinkgeld war ordentlich. Du kriegst immer nur Kotze und benutzte Kondome. Bleib da bitte die Gerechtigkeit. Was denn? Zimmerservice ist im Weg. Ich lenk sie ab. Was haben wir denn im Subnet? Okay, schon dabei. Ja. Du weißt schon. Gut aussehend. Stilreich, frecher Blick. Der Kerl, der im Penthouse. Das Terrarium hat eine Steuertafel. Yorinobu Arasaka. Glaub, das wird nicht. Männer wie der sind immer Single. Er mag in teuren Anzügen stecken, aber sein Schwanz steckt immer woanders. Sehr gut, ja. Verlinkt den Flathead damit. Bei dem Sacker sag ich nicht nein. Machen wir. Schätzchen, nimm dir lieber das Glas vor. Du machst überall Schlieren. Krass, Alter. Dass in 2077 immer noch die Leute per Hand putzen müssen, ne? Alles weiterentwickelt, aber die schrubben hier trotzdem noch den Boden, ey. Was ist das denn hier? Irgendwas ist mit dem Terrarium. Buck, es hat geklappt. Meine Güte. Das war noch hast gar du eine Ahnung, was diese Dinger kosten? Weiter jetzt. Keine Zeit für Schmeichelei. Ja. Bin schon dabei. Was passiert da? Tja, und jetzt stehen sie da einfach nur rum.
So, kleiner Flathead. Womit denn jetzt? Okay. Also. Der Dweller ist hinter der Tür. Flathead kann sie öffnen. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Okay, ist ja doch recht, Okay, bin dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Flathead sollte ihn neutralisieren können. Guter Gedanke. Ich lege einen Demonoid auf die Verbindung. Du weißt, du musst den Flathead direkt mit seinem Stuhl verlinken, oder? Nee, weiß ich nicht. Woher soll ich das erste Mal? Okay, geschickt. Er gehört dir. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Ja. Aber wie? Ach, guck mal da unten. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera auf. Vielleicht einen Weg rein. Schick den Flathead darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Man wird schon sehr angeleitet, was man zu tun hat. Also, man kann ja kaum failen hier. Nicht mal ich schaff das. Ah. Flathead mit dem Stuhl verlinken, wie? Ja. Alter, ist er eklig. Ha! Hab ihn! Ich liebe Demons. Der Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge. Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Así es como se hace. Wie geht's dir? Gut. Bisschen schwindelig. Sonst nichts. Buck, sind wir noch im Zeitplan? Bist du da, Buck? Ja, bin hier. Okay, hört zu. Das Eis ist dicker als gedacht. Da durchzukommen dauert Stunden. Stunden? Geht das nicht schneller? Willst du, dass mein Kopf explodiert? Setz dich halt hin und genieß deine schicke Suite. Danke, werde ich. Wie? Du solltest dich auch ausruhen. Okay. Okay. So, Street Cred, Level 6 schon. Alter, was war das? Achso. Was meinst du? Warum hat er alles aufgegeben? Hm? Wer hat was aufgegeben? Yorinobu Arasaka. Sein fettes Leben. Schnee von gestern, ich weiß. Dachte nur gerade dran. Stell dir vor, du hast alles, okay? Eddies, Ausbildung. Dein Papi muss nur mit den Fingern schnippen. Und die Welt wird zur nuklearen Einöde. Und was machst du? Sagst Scheiß drauf und machst was? Gründest eine Scheiß-Gang. Stahldrachen oder so. Du verlässt deine Familie, ziehst dir Real Skin über und machst einen auf Ganganführer. Wozu? Vielleicht wollte er aus dem System raus. Warum ist er dann wieder da? Schwer, das System zu verlassen, wenn's deine eigene Familie ist. Schwarzes Schaf bleibt ein Schaf, hä? So kann man's auch sagen. Kam auf allen Vieren zurückgekrochen. Erbärmlicher Pseudo-Rebell. Scheiß Tourist. Tourist oder nicht, er ist gerade in der Lobby. Und wir sind im Geschäft. Penthouse Security ist deaktiviert. Perfekto. Und jetzt Vorhang ab. Yo! Hey, Buck. Allerdings. Warst du die ganze Zeit dabei? 3,5 Stunden. Also das mit dem Stock im Arsch. Du meinst in meinem? Ja, ist mir rausgerutscht. Ich weiß. Jetzt kannst du es wieder gut machen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt hier noch aufleveln alles. Keine Ahnung, Vielleicht doch mal auf die Gewehre oder sowas. Zielen und so. Keine Ahnung, So, ja, machen wir das so. Ja, Freunde, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Ich hoffe, euch gefällt es auch, dass die Folgen ja, doch schon sehr, sehr lange sind. Ja, ansonsten bewerten, kommentieren nicht vergessen. Wie gesagt, Videobeschreibung abchecken und beim nächsten Mal natürlich dabei sein. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund, haut rein und tschüss.